Name ist Lukas, ich bin 17 Jahre alt und wohne in Diekke. Mein Name ist Tim, ich wohne in Zunzgen und ich bin 17 Jahre alt. Ja, Claire Ölhafen und ich wohne in Hölsten. Simon Mägli und ich bin 15 Jahre alt und ich wohne in Liestl. Also hallo miteinander, mein Name ist Verena Joss, ich bin 47 und wohne in Liestl. Also, ja, für mich ist es eigentlich nicht so ein grosses Thema. Also ich bin jetzt nicht politisch aktiv oder mich informieren oder so. Und ja, ich finde es eigentlich noch nicht, dass man ab 18 abstimmen darf. Ich sehe das etwa gleich wie der Lukas. Ja. Demokratisch oder basisdemokratisch wäre für mich der richtige Ausdruck. Dass ja, Mitbestimmung bedeutet für mich also, ja, dass man mitbestimmen kann über das, was passiert im eigenen Land. Abstimmung ist zum Beispiel Mitbestimmung für mich. Ja. Und ich finde es eigentlich sehr wichtig. Also ich selber kann bestimmen für etwas, wo das Volk oder die Gemeinde oder alles, also ich auch mein Urteil abgeben darf. Im Geschäft, also sicher, wir sind beide in einer Lehre und dort ist halt so die Mitbestimmung fast gleich null. Also so ein paar kleinere Sachen kann man natürlich auch entscheiden, aber ja, das ist mir jetzt auch noch nicht so wichtig. Sonst generell im Alltag ist man nicht wirklich eingeschränkt, aber beim Arbeiten manchmal. Aber man muss halt auch noch viel lernen in der Lehre und ich denke, es ist okay momentan so, wie es ist. An vielen Orten, auch in der Familie, oder? Also ja, das ist eine grosse Kunst, finde ich, eine Mitbestimmung können zu gestalten mit Kindern. Ja, ich kann halt noch nicht abstimmen. Finde ich ein bisschen schade, aber ja, es ist halt so. Ja, sonst würde ich eigentlich gross eingeschränkt. Ja. Also eigentlich haben sie noch ein bisschen wenig zu sagen. Fällt mir jetzt spontan nichts ein? Nein, mir fällt auch momentan nichts ein. Ich weiss ich nicht. In der Schule, also ja, in der Schule oder in, zum Beispiel es gibt so Schulrat oder Jugendrat, gibt's, glaub, oder auch daheim kann man mitbestimmen, so diverse. Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht eigentlich.